Wir wollen dich fragen, was für dich der Jahrestag der Befreiung in Ravensbrück bedeutet. Also der Jahrestag bedeutet mir natürlich sehr viel, ja, weil damals sind wir ist die Rote Armee einmarschiert, und wir haben natürlich, wir waren dann also nicht frei, aber wir haben gewusst, das ist jetzt so die Phase, ja, die wir noch überstehen müssen, ja, weil wir ja noch nicht hundertprozentig wussten, ob jetzt der Krieg zu Ende ist oder nicht. Ja. Zwar war die Rote Armee schon da, aber weil die Rote Armee da war, mussten wir aus Ravensbrück raus, ja, weil die Nazis nicht wollten, dass man so viele Gefangene, eben, dass die Rote Armee so viele Gefangene dort antrifft, ja. Und darum haben die sich entschlossen, man muss auf den, also die SS hat dann den Befehl gegeben, dass alle diejenigen, die noch laufen können, die einigermaßen gesund sind, dass die auf den sogenannten Todesmarsch gehen. Damals wussten wir noch nicht, dass das Todesmarsch war. Ja. Wir wussten auch überhaupt nicht, wo man uns überhaupt, wohin wir gehen sollen. Ja. Wir hatten keine Ahnung. Die haben uns gesagt, wir kommen in ein anderes Arbeitslager. Ja. Das war also eine sehr unsichere Sache. Ja. Und so sind wir dann eben alle diejenigen, die eben laufen konnten, noch sind wir auf den Todesmarsch gegangen. Und da müsst ihr euch so vorstellen, sieben Reihen, also sieben Mädchen in einer Reihe oder sieben Frauen in einer Reihe, und auf der einen Seite ein SS-Mann mit einem Gewehr, auf der anderen Seite ein SS-Mann mit einem Gewehr oder eine SS-Frau eben, ja. Also das heißt, wir waren auch, obwohl wir gelaufen sind, waren wir Gefangene. Es waren natürlich noch Leute, noch Frauen in Ravensbrück, ja, und zwar diejenigen, die krank waren, diejenigen, die nicht laufen konnten und so, und die waren dann dort. Also was sich da abgespielt hat, weiß ich nicht, weil ich ja auf den Todesmarsch gegangen bin, ja. Also wir sind immer weitergegangen und weitergegangen. Und wie würde dieser Gedenktag aussehen, wenn du ihn gestalten könntest? Wie der Gedenktag Also aussieht. genau, also wenn du die so eine Planung machen könntest oder dir wünschen könntest, wie der Gedenktag zur Befreiung Also, aussehen könnte oder naja, also gestaltet wird. ich würde mir wünschen, dass alle zusammen, ja, sowohl die Lagergemeinschaft Ravensbrück als auch eben die, na, wie heißt es? Eben die anderen, wie heißen Die sie? Mahn- und Gedenkstätte, meinst Ja, du? die Gedenkstätte. Dass man zusammen eine schöne, große Veranstaltung macht, ja, und dass eben alle berücksichtigt werden, vor allen Dingen. Das ist das Wichtige, ja. Und da müsste auch Musik sein, ja, und man müsste auch die Möglichkeit haben, sich noch vorher oder nachher eben Ravensbrück sich anzusehen. Auch diese ganzen, es gibt doch da verschiedene Zimmer, wo ganz, ganz viele Leute auch eben mit Bildern eben gezeigt werden. Und das müsste man entweder vorher oder hinterher machen. Auf jeden Fall würde ich es gut finden, wenn nicht nur also eine Gedenkfeier ist, sondern dass
meinetwegen den ganzen Tag so geht, ja, und dass man das dann einteilt, ja, dass man sich alles angucken kann und dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine schöne große Veranstaltung macht. Ja. Das ist das, was wir auch früher immer gemacht haben. Ja. Also warum soll das jetzt anders sein? Ja. Wie hast du deine persönliche Befreiung erlebt? Oh, also wir sind auf dem Todesmarsch gelaufen, ja. Wir waren zu sieben Mädchen und ich war damals schon 20, ich glaube ja, 20 Jahre alt. Und wir wussten überhaupt nicht, wohin dieser Todesmarsch geht. Ja. Wir haben gedacht, wir haben das gemerkt irgendwie, wir gehen Richtung Ostsee. Ja. Und da haben wir gedacht, oh, die wollen uns wohl da in der Ostsee versenken oder was weiß ich. Ja, also da haben wir gesagt, wir sieben Mädchen, die wir in einer Reihe gegangen sind, haben wir gesagt, das machen wir nicht mit. Das wollen wir nicht machen. Nun waren das sieben Mädchen, wir waren sieben Mädchen und wir waren alle gemeinsam nach Auschwitz gekommen. Ja. Das heißt also, wir waren schon lange befreundet auch, ja. Und die Leute haben wir dann in diesem Konzentrationslager getroffen wieder, ja. Ich habe da meine beste Freundin Miriam Edel getroffen und dann noch andere, die da mitgekommen sind, nicht? Und so sind wir dann weitergegangen, immer in dieser siebener Reihe, bis wir dann gehört haben, dass einer von einen SS-Mann zu einem anderen SS-Mann gesagt hat, es darf nicht mehr geschossen werden. Es war ja so, dass die SS-Männer und auch SS-Frauen immer, wenn irgendeine Frau hingefallen ist und so schnell nicht mehr aufstehen konnte, dann wurden die gnadenlos erschossen, ja. Und wir mussten dann über sie rübergehen. Das war ganz entsetzlich, ja. Wir haben da alle möglichen Frauen gesehen, die auch an der Seite gelegen haben und über die wir gehen mussten und die einfach liegen geblieben sind, ja. Und dann sind wir weiter und wir hatten natürlich große Angst, ja. Aber als wir gehört haben, dass die nicht mehr schießen dürfen, ja, da haben wir gedacht, so, der Krieg ist bald zu Ende, also die dürfen nicht mehr schießen. Dann können wir es auch wagen, irgendwie vom Todesmarsch wegzulaufen. Dann haben wir gewartet, bis wir zu einem Wald kamen. Und wir sind durch den Wald gegangen. Und wir haben uns ausgedacht, dass jeder einzeln sich hinter einem Baum oder einem Strauch versteckt. Ja. Das haben wir dann auch gemacht, bis alle sieben Mädchen eben versteckt waren. Ja. Und wir gesehen haben, dass es keine, vor allen Dingen, dass es nicht so gefährlich war, ja, weil eben kein SS-Mann zu sehen war. Und die SS-Männer konnten auch uns dann nicht sehen. Also wir sind in diesem Wald geblieben. Die Kolonne ist weitergegangen. Ja, wir wussten nicht, wohin die gehen. Ja. Und wir haben dann unsere Sträflingskleidung, die wir anhatten, haben wir ausgezogen. Und wir hatten unter der Sträflingskleidung hatten wir Zivilkleidung angezogen. Das haben kommunistische Frauen in Ravensbrück haben uns das geraten. Die haben gesagt, wir wussten ja nur schon vorher, dass wir jetzt evakuiert werden, ja, von diesen kommunistischen Frauen, die nämlich in einem Block
haben sie eine, irgendwie an der Decke, glaube ich, haben sie ein Radio eingebaut gehabt und die haben dann alles gewusst, was, wie ist die Lage draußen, ja? Wie, wo sind die Deutschen, sind die immer noch, kämpfen die, ja, oder die Nazis, kämpfen sie immer noch, ja. Und die haben uns gesagt, wir sollen diese Zivilkleidung unter der Häftlingskleidung. Das war sehr hilfreich, ja. Da wir haben dann unsere Häftlingskleidung ausgezogen und dann haben wir in Zivil da gestanden. Und nun sind wir aber wir sieben Mädchen sind wir durch den Wald gegangen. Und plötzlich haben wir gehört, da schreien irgendwelche, irgendjemand schreit da, stop, don't move, ja. Wir sind dann sofort stehen geblieben und dann kamen zwei amerikanische Soldaten an, ja. Das war aber nicht in dieser amerikanischen Zone, sondern das war in der russischen Zone, ja. Die sind angekommen und da haben sie gefragt, wer seid ihr und so weiter. Wir haben ihnen unsere Nummer auf dem linken Arm gezeigt, da wussten sie schon Bescheid. Und dann haben sie gesagt, ja, also hier könnt ihr nicht, in diesem Wald könnt ihr nicht rumlaufen, weil die Nazis, die kämpfen immer noch und die schießen auf jeden, den sie sehen. Ja, also ihr müsst wieder raus aus diesem Wald, ne? Und dann haben die beiden zu uns gesagt, also geht mal hinter uns her, ja. Dann sind wir hinter ihnen hergegangen und sie haben uns dann auf den amerikanischen Sektor gebracht, ja. Also es war noch ein bisschen kompliziert, weil da waren solche Posten, ja, und das waren alles amerikanische Posten, komischerweise, aber das war ja ganz an der Grenze anscheinend von diesem russischen Sektor. Naja, also auf jeden Fall haben die gesagt, also sie sollen uns durchlassen, dieser Posten, ja, und wir waren mehrere Posten, wir sind also auf mehreren Posten gewesen und dann haben die uns durchgelassen und wir sind dann in den amerikanischen Sektor gekommen, ja. Also ich kann euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber das war also für uns ganz wichtig, ja. Obwohl also die Russen hätten, bei den Russen hätten wär das auch alles in Ordnung gewesen, ja, aber die, wir waren bei den Amerikanern und wir wussten erstmal nicht, wo sollen wir jetzt hin, ja, denn in das Lager, da war ein riesengroßes amerikanisches Lager, aber wir durften nicht in diesem Lager übernachten. Ja, die haben das nicht erlaubt, dass Frauen dort übernachten, ja. Dann haben diese zwei Amerikaner uns untergebracht in einem kleinen Bahnwärterhäuschen, ja, weil es war ja sowieso, ist kein Zug gefahren und gar nichts, es war ja alles stillgelegt, ja, und dann haben wir in diesem Bahnwärterhäuschen haben wir dann zu siebt dort, das war ein ziemlich kleines Häuschen, ja, und man hatte kaum Platz, aber die Amerikaner haben uns sogar noch Matratzen gebracht, ja, und sie haben uns was zu essen gebracht, das war die Hauptsache, ja, denn wir hatten ja, damals musste man solche Essenskarten haben, ja, damit man überhaupt was zu essen kriegt, ne? Ja. Und das hatten wir ja gar nicht. Die haben uns also versorgt mit Essen und dann sind die aber am nächsten Tag
sind die Amerikaner, dieses ganze Lager ist dann versetzt worden in eine andere Stadt, und zwar nach Ludwigslust. Ja? Da sind die alle nach Ludwigslust. Und wir waren da alleine in diesem Bahnwärterhäuschen. Wir haben gedacht, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben ja nichts zu essen, nichts zu trinken. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wo sollen wir hier bleiben, oder sollen wir weggehen oder so? Nein. Also es war ziemlich schwierig alles. Aber am selben Tag, als die nach Ludwigslust gegangen sind, die Amerikaner, kamen die beiden Amerikaner da, der eine hieß, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Es ist auch egal. Auf jeden Fall, die beiden sind zurückgekommen mit einem Leiterwagen, ja, und haben zu uns gesagt: Kommt, geht mal alle auf den Leiterwagen darauf, und alles, was ihr noch habt, ja, wir hatten ja gar nichts, ne? Dann sind wir auf den Leiterwagen, und dann sind wir nach Ludwigslust, und in Ludwigslust mussten wir zum Bürgermeister. Weil da war ja genau dasselbe wieder, weil wir nicht in diesem Camp von den Amerikanern sein durften. Und der Amerikaner hat uns dann eine Bleibe verschafft. Ja. Und zwar bei einem Bauern, einem deutschen Bauern. Ja. Das war ein Ehepaar, die haben da ein Haus gehabt, und die haben uns dann aufgenommen. Ja, also der Bürgermeister hat das befohlen, dass sie uns aufnehmen, und die haben das dann gleich eingerichtet, genug Betten und so für uns 7 Mädchen. Ja. Also es war eine ganz tolle Sache, weil dieser Bauer und seine Frau, das waren anscheinend Kommunisten. Ja, also der Bauer und seine Frau, die haben eigentlich ziemlich viel gewusst. Und wir haben uns wirklich gewundert, ja, dass die also so viel wissen, wie die Juden ermordet worden sind, und und überhaupt, also was die Nazis da alles angestellt haben und so. Und also wir waren da echt überrascht, ja, dass so ein Bauer, dass der ja weil alles Mögliche weiß, ja. Und dann hat aber der Bauer uns gesagt, wir sollen ihm helfen. Dann ist er in seinen Garten gegangen und hat uns gesagt: Komm doch mal bitte ich muss hier aus dem Garten etwas rausholen, ja, aus der Erde was rausholen. Und da hat man schon gesehen, eine riesengroße Kiste, ja. Und die haben wir dann zusammen hochgehoben. Es war sehr, sehr schwer. Und wir haben gedacht, was hat denn der da drin? Ja, nicht? Also er hat die Kiste mit uns zusammen da in das Haus gebracht. Und dann hat er gesagt: So, jetzt brauchen wir ja keine Angst mehr zu haben. Der Krieg ist zu Ende, und die Nazis können uns nichts mehr tun. Hier in dieser Kiste sind alle Bücher, die verbrannt werden sollten. Ja? Und wir haben das deswegen, haben wir die eben versteckt, ja, damit wir diese Bücher nicht zu verbrennen brauchen. Ah, da waren wir so, so glücklich, ja, und das war so toll, dass wir ihm auch helfen konnten und so. Das war sehr schön. Eine sehr, sehr gute Sache, ja. Also wir haben da ungefähr 4 Wochen haben wir bei dem gewohnt, ja. Und dann haben wir aber gesagt, wir können ja nicht ewig hier bleiben, ja. Wir wollten ja nicht mehr
in Deutschland bleiben. Ja? Nach dem, was wir alles erfahren haben, was wir alles erleiden mussten, haben wir gesagt, nee, in Deutschland bleiben wir nicht mehr. Ja? Dann wollten wir ja irgendwo hin, wo man auswandern kann. Ja? Und wir hatten ja keine Ahnung. Nicht? Dann sind aber die Amerikaner sind aus Ludwigslust wieder weg und die Engländer sind gekommen. Ja. Dann kamen die Engländer, die haben dann gehört, dass wir also auch 7 Mädchen sind, die im KZ waren und so weiter. Und dann haben die also uns auch geholfen. Einer wollte sogar uns das Autofahren beibringen und so weiter. Also es war witzig, aber wir wollten da nicht bleiben. Und dann haben wir uns orientiert, wir haben gefragt und da waren einige Engländer, die Bescheid wussten. Die haben gesagt, also das Beste ist, ihr geht nach Bergen-Belsen. Bergen-Belsen ist ein riesengroßes, war ein riesengroßes Konzentrationslager, aber jetzt ist es ein Displaced Persons Camp. Ja. Und da könnt ihr hingehen und da werdet ihr auch erfahren, wo ihr am besten hingehen könnt, damit ihr eben, wir haben gesagt, wir wollen nach Palästina auswandern. Ja. Wir haben vorher noch den Engländern gesagt, also wir sind Palästinenser, aber das haben sie uns nicht mehr geglaubt. Ja. Und dann haben die uns wirklich geholfen, nach Bergen-Belsen zu kommen. Wir sind da angekommen. Da war in Bergen-Belsen ein riesengroßes, also eine Wand. Und da haben sich die Leute, alle diejenigen, die am Leben geblieben sind, ja, die haben sich, und die dorthin gekommen sind, die haben sich da alle eingeschrieben. Ja. Und wir haben gesucht und gesucht. Ich habe gesucht nach meinen Eltern, nach meiner Schwester Ruth. Alle haben wir nach irgendwelchen Verwandten gesucht, aber wir haben niemanden gefunden. Ja, dann sind wir dort. Aber eine gute Sache hatten wir dort. Ja? Nämlich, da ist ein Musiker gekommen, und zwar warte mal, wie hieß denn der jetzt? Yehudi Menuhin, ja, ein Geiger. Der ist extra aus England, ist der gekommen, um für uns Überlebende ein Konzert zu geben. Und das war also echt etwas ganz Besonderes, ja. Ganz toll. Danach sind wir aber, habe ich gesagt, also ich will in keinem Lager mehr sein. Ich habe jetzt die Nase voll. Ich möchte in kein Lager mehr. Ja. Dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt weiter, ja, Richtung Frankfurt am Main. Weil ich wollte in Frankfurt, wollte ich mich erkundigen, wo mein Bruder ist. Ja. Denn mein Bruder ist ja von meinen Eltern schon im Jahre 1937 nach Amerika geschickt worden. Ja? Und ich war sicher, dass er in der amerikanischen Armee war, dass er irgendwo gekämpft hat. Ja? Und da habe ich auch sofort seine Feldadresse bekommen und die haben mir da erzählt, er wäre in Italien, hätte er gekämpft, aber er wurde irgendwie wurde krank oder irgendwie kriegsversehrt, ja, und dann ist er wieder zurück nach Amerika geschickt worden, ja. Aber ich hatte seine Feldadresse, ich konnte ihm schreiben, ja. Das war eine große Hilfe für mich, ja. Ja, und danach sind wir aber, da hat man uns in Bergen-Belsen gesagt, es gibt ein Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina.
Das gab es vorher, vor dem Krieg, gab es viele solche Vorbereitungslager. Aber die wurden alle von den Nazis, natürlich, die wurden alle geschlossen. Und die ganzen Jugendlichen sind dann von diesen Lagern, sind sie in Zwangsarbeitslager gekommen. Und ich auch, ja, ich war auch im Zwangsarbeitslager in Neuendorf bei Fürstenwalde Spree, ja, da war ich dann, nicht? Und wir sind in diesem, von diesem Wald, in dem wir gegangen sind, ja, da sind wir weitergegangen. Und wir kamen in das kleine Städtchen Lübsch. Und in Lübsch, und das war damals, und das finde ich auch heute noch, dass das ein historischer Tag war. Ja? Das war am 3. Mai. Ja? Am 3. Mai 1945 ist die Rote Armee einmarschiert in Lübsch und die Amerikaner von der anderen Seite. Die beiden Soldaten, also ein Amerikaner oder mehrere Amerikaner und Russen, haben sich umarmt und geküsst, ja, haben geschrien, der Krieg ist zu Ende, Hitler ist tot und wir waren befreit. Ja. Wir sieben Mädchen waren befreit. Also das war so, so wunderbar, so toll. Ja. Und vorher hatten wir schon mit den Amerikanern gesprochen gehabt, ja, und haben mit denen auch in einer Kneipe gesessen. Und ich habe denen erzählt, dass ich, also wir haben alles Mögliche erzählt, wie das im KZ war und so. Und ich habe denen, einem Amerikaner habe ich erzählt, dass ich in Auschwitz im Mädchenorchester Akkordeon gespielt habe und es verging vielleicht eine halbe Stunde, da kam ein Amerikaner mit einem Akkordeon an und sagte zu mir, hier, ich schenke dir dieses Akkordeon, aber jetzt müssen wir alle singen und du musst spielen. Ja? Dann sind wir alle rausgegangen, wir haben gehört, dass die russische Armee da einmarschiert ist und oh, das war also eine großartige Sache, ja. Und dann habe ich also Akkordeon gespielt, ja, ein russisches Lied und ein amerikanisches Lied und die Leute, die ganzen Soldaten haben um ein Hitlerbild herum, das vorher angezündet wurde von einem Amerikaner und von einem russischen Soldaten. Ja. Der russische Soldat hat das ein großes Hitlerbild von irgendwo geholt, hat das auf den Marktplatz gestellt, ja, hat den also hat den einen Amerikaner und einen Russen haben sie zusammen dieses Bild angesteckt, ja, und das Bild, das brannte lichterloh und die ganzen Soldaten und wir Mädchen aus dem KZ, wir sind alle um dieses Bild herum getanzt, ja, und haben gesungen und geklatscht und was weiß ich. Es war also eine fantastische Situation. Und das war meine Befreiung. Ja. Und ich nehme an, dass ich auch, also diese Befreiung nochmal, möchte ich nochmal feiern, weil das eben ein historischer Tag war. Ja. Aber jetzt wegen Corona geht das leider nicht, ja, weil wir brauchen dazu einen amerikanischen und einen russischen Soldaten, ja, und die können wir nur, also wir hatten schon einen amerikanischen, so, also einen, wie nennt man das, also
einer, der eben damals in Veteran. Ein Veteran, ja. Also einen amerikanischen Veteran hatten wir schon, ja. Und einen russischen hatten wir auch. Und der russische Veteran, der hat sogar, der war dabei bei der Roten Armee, als sie Auschwitz befreit haben. Ja. Also die beiden, die hatten wir schon, aber wir können das einfach nicht machen, weil Corona nicht erlaubt, dass diese beiden Amerikaner, der Amerikaner und der Russe, dass die hier reinkommen nach Deutschland. Ja. Das geht überhaupt nicht. Ne? Also habe ich gesagt, so, also wir werden das nicht jetzt am 3. Mai machen, sondern wir machen das nächstes Jahr. Ja? Am 3. Mai hoffentlich lebe ich dann noch. Ja? Aber das war eine wunderbare Befreiung. Ja. Du hast ja nach dem Krieg irgendwie das Auschwitz-Komitee aufgebaut, hast dich in der VVN organisiert, machst Lesungen, organisierst Veranstaltungen, positionierst dich, gehst an Schulen und so weiter. Ich konnte eigentlich am Anfang überhaupt nichts erzählen. Ja, es war ganz furchtbar. Ja. Immer wenn ich angefangen habe, irgendetwas zu erzählen, dann liefen mir gleich die Tränen runter und es ging gar nicht. Also es war so, dass ich im Laufe der Zeit eine kleine Boutique hatte, ja, die habe ich aufgemacht in Eimsbüttel und da habe ich ein paar Leute getroffen, ja, die mir gesagt haben, also das waren Antifaschisten, ja, die mir gesagt haben, du musst doch was erzählen. Ich habe ihnen dann erzählt, dass ich in Auschwitz war und in Ravensbrück. Und ja, und da haben die gesagt, ja, du musst doch irgendetwas erzählen. Ja, wir wollen unbedingt wissen. So. Ja, und ich habe gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber dann, eines Tages, fast vor meiner Boutique, ein bisschen weiter entfernt, ja, hat plötzlich ein Infostand dort gestanden, ja. Und da standen irgendwelche Leute und da habe ich gesagt, ich gehe mal raus und guck mal, wer ist denn wer macht denn hier einen Infostand, ja. Und dann habe ich geguckt, ich bin da hingegangen. Die hatten da einen Tisch, auf dem Tisch waren alles mögliche Material, ja, also ganz schlimme Dinge, ja, genau wie früher Antisemitismus gegen Ausländer, Ausländerfeindlichkeit und also ganz, ganz schlimm und ich konnte das überhaupt gar nicht fassen, ja, was, das dürfen die, ja. Ja, wo sind wir denn, ja? Die dürfen doch hier nicht mehr auftreten, die müssen doch verschwinden, ja? Aber es war so, dass dann eine ganze Gruppe von Antifaschisten eben kamen und die haben also eine Demo gemacht, ja, gegen diese Nazis. Mit Transparenten da drauf gestanden, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ja. Aber dann kam die Polizei. Und die Polizei hat sich vor diese Nazis gestellt und hat die Nazis geschützt vor den Demonstranten, ja. Das hat mich aufgeregt, ja. Das war ganz furchtbar. Und dann waren noch andere Polizisten da, die sind mit Knüppeln auf die Demonstranten losgegangen. Dann habe ich einen Polizisten so am Revers gepasst und habe ihm gesagt, sagt mal, was macht ihr eigentlich hier? Ihr geht mit Knüppeln auf diese Demonstranten los.
Und diese Leute hier, die Deutschland ins Unglück gebracht haben, ja, die beschützt ihr, ja. Das ist doch völlig falsch, ja. Ihr müsst doch die anderen beschützen, ja. Dann hat er zu mir gesagt: Lassen Sie mich sofort los. Wenn Sie mich nicht loslassen, dann werde ich Sie verhaften. Dann habe ich gesagt: Okay, können Sie machen. Sie können mich ruhig verhaften, ja. Ich habe keine Angst. Ich habe Schlimmeres erlebt. Ich war in Auschwitz. Daraufhin hat sich einer von den Nazis eingemischt und hat zu dem Polizisten gesagt: Die Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, weil sie ist eine Verbrecherin. Alle diejenigen, die in Auschwitz gesessen haben, ja, also eingesperrt waren, das sind alles Verbrecher. Ja. Und das hat mir genügt. Ne? Da bin ich in meine Boutique gegangen, habe angefangen, mein Buch zu schreiben. Ja. Und dann habe ich gesagt: So, also jetzt darf man nicht mehr schweigen. Ja. Jetzt darf ich nicht mehr schweigen. Jetzt muss ich in die Schulen gehen. Ich muss den Leuten erzählen, ich muss den jungen Menschen erzählen, was wir alles durchgemacht haben, was für schreckliche Verbrechen begangen wurden von den Nazis. Ja, das geht nicht mehr. Und da habe ich angefangen, mich politisch zu betätigen. Ja. Und auf wen setzt du deine Hoffnung, dass der Antifaschismus weitergetragen wird? Also wenn du so an Schulen gehst oder Ja, das auf habe ich durch. Konzerte oder... Habe ich alles gemacht, ja. Habe ich alles gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin so froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin. Ja. Weil zu Hause sitzen und nichts tun, ja, das ist ja viel schlimmer, nicht? Also ich habe mir vorgenommen, ich muss die Menschen aufklären. Ja. Und das mache ich bis heute. Wir leben ewig, es brennt der Berg. Wir leben ewig, ohne Waschengeld.